als ich junge Mama war mit einem Kind, habe ich immer geschafft, unser Kofferraum voll zu packen. Und wir hatten gar keinen Platz. Wir haben sogar ernsthaft überlegt, einen Dachträger zu kaufen, damit wir mehr Zeugs mitnehmen können. Wir sind Familie aus 4 Personen. 4 Personen werden nur diesen einzigen Koffer mitnehmen und natürlich vielleicht 1 oder 2 Rucksäcke werden wir noch dabei haben. Aber die meisten Sachen werden in dem Koffer sein. Wir gehen für eine Woche. Wir gehen zum Bodensee. Das heißt, wir fahren Auto, wir bleiben in Deutschland. Wir checken gleich das Wetter und das ist nämlich Tipp Nummer 1. Check das Wetter an dem Ort, wo du hingehst, damit du überhaupt weißt, was du einpacken sollst. 32. Ah, Mittwoch Regen, Donnerstag Regen, Freitag Regen, Samstag, Sonntag. So, nachdem ich das Wetter gecheckt habe, überlege ich natürlich noch, was werde ich in diesem Urlaub tun? Wo fahre ich hin? Ja, in unserem Fall, wir fahren zum See, wir werden eher Badeurlaub machen. Im Hotel, wo wir sind, gibt es auch einen Pool. Das heißt, wir müssen überlegen, was werden wir anziehen, wenn wir zum Strand gehen, zum Pool gehen. Wenn wir mal in die Stadt fahren, dann ist die Kleidung ganz anders. Ja, da muss eher bequemere Kleidung sein und so weiter. Man überlegt natürlich auch, gibt es irgendwelche besondere Events oder hat man einen besonderen Abend eingeplant, wo man ein bisschen schicker sein soll. Ich versuche dann aus Kleidung so kleine Sets zusammenzustellen. Und wichtig ist, dass die Kleidung, die ich mitnehme, dass es untereinander kombinierbar ist. Ja, so viele Outfits wie möglich hergibt. Dafür müssen die Farben entsprechend zueinander passen. Und ich versuche quasi kleine Kapsel zu machen, Kapsel Wardrobes, ja, dass man hingeht und weiß, okay, alles was ich dabei habe, kann ich miteinander kombinieren, das passt farblich zueinander, vom Stil oder was weiß ich, und ich kann alles mögliche untereinander mischen und trotzdem wird es gut aussehen. Und für Kinder habe ich auch so kleine Pi mal Daumen Regeln. Ich überlege im Vorfeld, sind wir im Hotel, sind wir in einer Ferienwohnung, gibt es die Möglichkeit, die Kleidung zu waschen, gibt es eine Waschmaschine, sehr wichtig, weil dann kann ich natürlich entsprechend die Anzahl der Kleidung reduzieren. Für Kinder nehme ich 4 T-Shirts für eine Woche, dadurch, dass es Sommer ist, dann nehmen wir 4. 3 Shorts, eine Hose, ein Langarm-Shirt und ein Pulli, weil das regnen soll. Wir überlegen noch, ob wir Regenjacken mitnehmen, wahrscheinlich schon. Und ich glaube, wir schauen mal. Es sollte eigentlich ausreichend sein. Ich nehme auch so eine kleine Seife. Wenn Sie irgendwo einen Fleck haben, kann man natürlich auch kurz das waschen. Und dadurch, dass es Sommer ist, trocknet das auch ganz schnell. Und von daher denke ich, dass diese Anzahl ausreichend sein wird. Wir nutzen solche Taschen zum Einpacken. Grün ist für Andreas, meine Tochter. Rot und ich auch, weil es gab keine weiteren Farben. Und mein Mann hat schwarz. Es gibt große Taschen, kleine Taschen. Es gibt Taschen für die Schuhe und ich finde das super praktisch. Zum einen packen wir alles in einen Koffer und ich weiß ganz genau, wessen Klamotten wo sind. Wenn wir Koffer mal aufmachen, um was zu finden, müssen wir nicht überall durchwühlen und die Klamotten werden durcheinander gebracht, sondern man weiß, hier gibt es ein kleines Fenster, ja, man sieht, welche Klamotten in dieser Tasche drin sind und man kann das viel einfacher finden. Man holt nur die Tasche raus und spart Platz und es sieht richtig schön ordentlich aus. Seitdem ich das nutze, gefühlt ist mein Koffervolumen reduziert worden und sowieso, wir nehmen inzwischen viel weniger Koffer mit, als wir früher mitgenommen haben, wegen dem nächsten Tipp. Um die maximale Anzahl Verkleidung mitnehmen zu können, rolle ich die Sachen in solche Burritos ein, ja, also kann man sich wie ein Burrito oder Yufka vorstellen und diese Yufkas gehen dann in diese Taschen rein und man kann wirklich viel mitnehmen, indem man diese Sachen rollt. Früher habe ich gedacht, nee, indem ich die Kleidung zusammenlege, werden sie auch nicht knittrig werden, aber eigentlich stimmt es gar nicht. Gerollte Kleidung ist genauso knittrig oder weniger knittrig als zusammengelegte Kleidung. Also, Yufkas machen, in die Tasche reinlegen und gut ist.
Das ist alles, was ich aus Kosmetik nehme. Und da gehe ich auch, also ich packe nicht so viel, ich nutze auch nicht so viel. Unbedingt Sonnenschutz fürs Gesicht. Dann habe ich hier ein paar Pinsel und ich habe eigentlich nur ein einziges Lidschatten mitgenommen. Ich nutze das eigentlich auch für die Augenbrauen. Also ich nehme dann nur einen Lidschatten mit und das gilt für, ja, als Lidschatten und für Augenbrauen. Bronzer, Wimperntusche. Ich habe BB-Creme, schwarzer Kajalstift, Lippenstift und genau, das war's eigentlich. Das ist alles, was ich mit einpacke. Was Kosmetiktasche angeht, das ist auch eigentlich immer, nimmt ziemlich viel Platz. Also das ist eigentlich von meinem Mann, aber wir nutzen auch Sachen gemeinsam, zum Beispiel die Zahnpasta nutzen wir gemeinsam. Also wir nehmen nicht zwei Zahnpasten. Und was wir immer gemeinsam als Familie nutzen, sind Duschgel. Also wir haben ein Duschgel für alle. Auch Kinder nutzen das. Wir haben ein Shampoo und für mich nehme ich immer Spülung für die Haare. Hier sind die Sachen für mich. Und für die Kinder nehme ich noch zwei Zahnbürsten mit. Ich nehme Zahnpasta für Kinder mit und ich nehme Gesichtscreme für Kinder. Dann habe ich noch hier Medikamententasche, die ist auch ziemlich klein. Da sind übrigens alle Medikamente für alle. Also ich glaube, das reicht aus für den Fall, dass man mal nachts was hat und die Apotheken sind zu. Also wir haben dann quasi die erste Hilfe, aber alles andere kann man eigentlich vor Ort kaufen. Früher habe ich immer super viel Spielzeug eingepackt und inzwischen gehe ich da minimalistisch vor. Wir nehmen ein paar Bücher, ein paar auf Russisch, ein paar auf Deutsch. Ich schaue, dass die Bücher besonders dünn sind, sodass wir nicht besonders viel Gewicht haben. Und für die Unterhaltung sorgen diese Hefte. Das sind so verschiedene Aufgaben. Man kann da auch ausmalen und so weiter. Das ist interaktiv. Ich nehme dazu die bunte Stifte mit und ein einfaches Blatt Papier findet man immer unterwegs. Von daher, ich nehme dann nicht so viel. Also der Koffer ist fertig. Was nicht reingepasst hat, sind die Bücher für Kinder. Und die Schuhe sind meine Schuhe und Kinderschuhe. Wo sind deine Schuhe? Hast du auch noch nicht eingepackt. Also die Schuhe nehmen wir separat, die Bücher nehmen wir separat. Ansonsten haben wir einen Koffer. Ich nehme noch meinen Rucksack und die Tasche für die Kamera. Befindet sich auf der linken Straßenseite.